I'm a kind of a writer. I'm academically trained, very academic. So this is a statement of freedom. Just broke the rules of academia and go there and draw like a kid. Also for the first time I see together some of my works, because some are in some like gallery, museum, whatever, put them together. It's the first time I even have a 3D vision of myself. Wir kennen Dan Pachowski seit über 26 Jahren und freuen uns, dass wir so in einem Abstand von 10 Jahren immer wieder etwas von ihm zeigen. Die zweite Etappe war hier, Recession, ein Teil der sogenannten Double Wall Projects. Das sind die größten Wände, die es hier im Ludwig Forum gibt. Und die hat er 2008 von oben bis unten mit seinen markanten Piktogrammen bemalt. Es ist eine Kunst, die einfach für jedermann verständlich ist. Es ist eine Kunst, die ohne Sprache, ohne Vorwissen funktioniert. Es sind für uns Gedankenbilder oder Denkbilder. Und wir sehen Dinge, die uns im Alltag beschäftigen heute, wie zum Beispiel Corona. Und er fasst in diesen paar Zeichnungen, also in diesen paar Strichen, dann Themen zusammen, wo wir eigentlich uns die ganze Zeit auch Gedanken machen darüber, aber wenn wir das sehen, denken wir, ja klar, ja das ist es, genau so. Macht doch überall Updates von Arbeiten wie zum Beispiel der Recession Double Wall Project. Auch das ist was ganz Ungewöhnliches. Und er verleitet dazu, einfach alles immer neu zu sehen, neue Aufmerksamkeit zu schaffen. I'm an artist, I can, you know, I can disagree with some politics about immigration or whatever. But as a general, I have to tell you this, European Union is more avant-gardistic than a lot of artistic projects in our days, if you think about it. Just everybody have to think, if we are staying at the table five people, it's very hard to have one idea to get along, five people. Not imagine 27 states. How is to negotiate opinions. With 27 states? And 28 opinions. Or 20, yeah. No, so I'm a very big admirer. I'm also critical, but I'm critical because I'm interested. No, I think it's a good solution. And look a bit. I think this continent never had such high standard. I know we have problems. There's tragedies, but as a level, it's unbelievable. This is a fantastic place. Mm-hmm. This is extraordinary because people come here and they hang around and, you know, they have time when they are here, no? Because in general, people are just moving like crazy, right? So now they have time. And
And also for me, it's also metaphoric, Charlemagne, Europe, whatever, mix, you know. So a little bit of a meditation about this situation, about what is like public space, people. And like an extension of the show, you know, maybe just this stays. I'm coming from a dictatorship. I know how it is when the individual does not exist. So yeah, that's also in the back of my mind. You see there, you see the stars there? So it's a sunset or sun, you know, it's upward. It's depending on us. Er hat natürlich in dieser Zeit, wo wir ihn eigentlich präsentiert haben, also 96, 2008 und jetzt, hat sich sein Werk auch verändert. Und es ist schon so, dass er diesen Zeitfaktor jetzt deutlicher noch betont, indem er sagt, also wenn ich etwas mache, kann es danach auch einfach verschwinden. Das ist mit seinem Werk möglich, weil er bestimmte Piktogramme entwickelt, die er je nach Situation auch immer wieder neu anwendet. Also es ist jetzt nicht so, dass man was komplett verloren hat, sondern es kann gut sein, dass er in den nächsten 10 Jahren nochmal hier ist und Piktogramme verwendet, die er vielleicht hier entwickelt hat. I'm not a graffiti artist. I don't, these are not comics. This is not exactly art brut, but have something to do with all of this. It's like a puzzle. And it's made of this, you know, images, text, pictures, a little color, black and white. Otherwise, you know, black and white for me was a statement. It's like more you know, manifesto based. It's more like a revolution, right? So I'm painting with newspaper now. My teachers will be, they don't like this. They don't think this is art.